Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zum Moon Cosmic Podcast Nummer 3 mit den Folgen 94 und 95. Und Moderatoren sind wie immer Sailor Cat und... das Mad-Eye! Yeah. Und wir haben Fragen gekriegt. Oh ja, viele Fragen. Also, allein 7 sind von einer Person. Aber es geht hier viel um Staffel 3 und die Deathbusters. Also es sind sehr interessante Fragen. Okay, wir machen es wie immer. Ich lese vor. Ja? Genau. Okay. Von Sarana. Ich hätte ein paar Fragen zu den Deathbusters allgemein und den Änderungen im 90er-Anime. Ich weiß, dass es keine 100%ige Antwort gibt. Ich glaube, es gibt noch nicht mal eine 50%ige Antwort. Nee, also ich entschuldige mich schon jetzt, aber die meisten meiner Antworten werden sein, keine Ahnung. Aber mich interessiert, was ihr denkt. Also wir dürfen auch Theorien äußern. Ja, ja, genau. Erstens, die Witches 5. Im Manga ist es ja so, dass sie zu den wenigen, ich glaube sogar einzigen, geglückten Gefäßbildungen gehören und erfolgreich mit einem Daimon verschmolzen sind und von diesem kontrolliert werden. Glaubt ihr, dass es im Anime auch der Fall ist? Wenn nein, welchen Grund sollen die Witches 5 haben, Tomoe zu helfen, wenn sie normale Menschen sind? Ja, das Ding mit der Gefäßbildung ist ja im Anime komplett weg eigentlich. Das interessiert die ja überhaupt nicht, weil die auch die Erde irgendwie gar nicht erobern wollen, sondern wie immer nur kaputt machen. Ja, warum auch immer, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, was die überhaupt wollen. Aber auf jeden Fall, dieses Gefäßbildungsding gibt's ja da gar nicht, also denke ich mal nicht. Ich denke halt einfach, die Witches 5 wurden halt von Pharao 90 manipuliert und haben vielleicht so deren Kräfte von ihm, weil das sind ja eigentlich keine normalen Menschen, die haben ja übernatürliche Kräfte. Ich meine, genauso kannst du im Dark Kingdom fragen, es gab ja auch Menschen, die freiwillig ihre Seele verkauft haben, also. Ja, soweit das jetzt stimmt mit diesen Yoma, das weiß ich jetzt bis heute nicht so ganz. Ja, zumindest beim ersten Dark Kingdom schon, ne? Das waren ja noch freie Menschen, die haben ja freiwillig mitgemacht. Ja, okay, das natürlich schon. Ja, du meintest auch, dass die Witches 5 vielleicht von, der Tau-Galaxie kommen? Ne, das macht keinen Sinn, aber ich habe das damals einfach so geschluckt. Also ich bin da einfach von ausgegangen damals. Aber Sinn machen tut's nicht. Ja, also ich denk mir einfach, dass die haben ihre magischen Kräfte von Pharao 90 bekommen oder irgendwie sowas. Zweite Frage. Ist die Tau-Galaxie im Anime auch untergegangen? Also der eigentliche Grund im Manga, warum die Deathbusters überhaupt auf der Erde sind, im Anime fehlt so ein Motiv komplett. Was ist also in dieser Version der Grund, die Menschheit auszulöschen? Gute Frage. Ja, ich frage mich jetzt auch gerade, was wollen die Deathbusters eigentlich? Warum wollen die denn die Menschheit auslöschen? Die wollen den Heiligen Gral und so in den letzten 3 Folgen kommt plötzlich Pharao 90 noch daher. Und wo der herkommt, weiß irgendwie keiner. Nur, dass er von Tau Nebula kommt. Was immer das dann ist, da wird auch nicht drüber gesprochen. Ja, jetzt frage ich mich eigentlich schon, was die überhaupt wollen. Was bringt das denen? Eigentlich ja nix. Wobei zum Thema Tau-Galaxie und wie das im Manga ist, werden wir zu gegebener Zeit eh noch mal ein bisschen weiträumiger was sagen, denke ich. Ja, aber gut, der Pharao 90 ist halt ein Darkstar, der ist halt einfach böse und will Zerstörung und sowas. Ja, vor allem die Tatsache, dass er ein Darkstar ist, die macht mich völlig fertig, aber dazu kommen wir dann sonst... Ja, okay, ja, nee, das führt jetzt, das führt jetzt viel zu weit. Da müssen wir erst wirklich drüber sprechen, was das ist und so weiter. Ja, dritte Frage. Hatte der Heimatplanet der Deathbusters eine Sailor Senshi? Wenn ja, was ist mit ihr passiert? Ist sie gestorben oder ist sie eventuell zu den Deathbusters übergegangen? Es existiert zum Beispiel die Theorie, dass die Witches 5 oder Mistress 9 die Sailor Senshi waren und übergelaufen sind. Möglich? Ja, sehr interessante Theorie, die habe ich auch noch nicht gehört. Also vor allem Mistress 9 als Senshi des Heimatplaneten, die haben ja auch einen Kristall im Manga. Ja, stimmt, diesen Tyrodon-Kristall. Allerdings, okay, ich komme nicht drum rum. Ich sag's jetzt mal ganz kurz. Die Tau-Galaxie ist eine andere Galaxie. Das heißt, die haben keinen oder zumindest einen anderen Galactic Cauldron. Da funktioniert das alles möglicherweise völlig anders. Ja, das stimmt. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich gerade sagen, halt eher nicht, weil die Witches und Mistress Nine keinen Matrosenkragen haben. Und normalerweise haben ja sämtliche Sailor Senshi, auch Galaxia, auch die Anime Mates, alle haben irgendwie einen Matrosenkragen, halt als Erkennungszeichen. Aber wie du gerade sagtest, in einer anderen Galaxie kann es natürlich auch alles anders sein.
Deswegen macht es auch keinen Sinn, dass Pharao Nein hier ein Darkstar ist und angeblich aus dem Cauldron kommen soll, wenn er aus einer anderen Galaxie stammt. Ja, stimmt eigentlich, das macht echt keinen Sinn. Außer der wäre halt irgendwie für das ganze Universum, aber glaube ich eigentlich nicht. Das war jetzt die Kurzform von dem, wo ich sagte, da gehen wir nochmal drauf ein. So. Ja. Viertens, die Deathbusters sind ja schon einige Jahre auf der Erde aktiv. Wissen wir nicht, vor allem im Anime nicht. Ja, aber war das nicht so, dass die doch halt Hotaru ja schon sehr lange Mistress Nine so eingepflanzt hatten und alles? Also, das muss ja eigentlich schon Jahre zurückliegen. Ja, gut, aber Also, ein der. ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie weit das im Anime war, diese Story, aber ich dachte schon. Ja, aber selbst wenn ein paar Dämoneneier zur Erde schleusen, ist halt was anderes, als wirklich groß aktiv da zu sein. Ja, schon, aber dann waren sie ja trotzdem da. Also die eigentliche Frage ist, hätte das Dark Kingdom nicht theoretisch davon Wind bekommen, beziehungsweise hätte Metallia und Pharao Nein sich gegenseitig ihre Energie spüren sollen, da beide Darkstars sind? Nein. Warum? Ich hätte jetzt Weil. eigentlich gesagt, ja. Ja, warum denn? Beide verstecken sich im Prinzip, weil, also bei den Deathbusters Ja, wissen wir es nicht aber. genau. Metallia versteckt sich, weil sie im Grunde Angst vor Mondkönigreich hat. Wenn beide Energie darauf aufwenden, nicht entdeckt zu werden, macht es ja auch durchaus Sinn, dass sie sich auch nicht gegenseitig entdecken. Ach so, meinst du? Na, ich hätte halt schon gedacht, das ist halt was, was man spürt, vor allem wenn es halt zwei Darkstars sind, aber kann natürlich sein, dass es nicht so ist. Außerdem ist ja Pharao Nanti, wie wir wissen, gar nicht da, sondern nur seine Diener. Ja, stimmt, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie es im Anime überhaupt war. Aber der ist ja auch dann nur ganz am Ende irgendwie, ja, meine ist ja schon irgendwie da, aber da ist natürlich Queen Beryl und so schon lang weg. Genau, und vorher ist er nicht da, also können Sie ihn auch nicht spüren. Ja, stimmt eigentlich. So, die nächsten Fragen haben direkt mit Pharao Nanti und Mistress Nine zu tun, oh Gott. Die beiden sind eh so ein Fass für sich. Ja. Warum braucht Missy, Geiler Spitzname. die heißt ab jetzt nur noch Missy bei mir. Ja. Ja, ich hatte ja schon Black Lady immer Blackie genannt, dann ist Mistress Nine jetzt Missy. Sehr gut. Also warum braucht Missy Jahre, um zu erwachen? Als stärkster Daimon sollte sie keine Probleme haben, Hotaru zu übernehmen. Die anderen Deathbusters konnten es schließlich auch von allein. Ist sie geschwächt oder liegt es wirklich nur an Sailor Saturn? Hätte Mistress Nine nicht merken müssen, dass da noch jemand in Hotaru ist? Er hat sie auch, aber erst als sie schon drin war. Also zur ersten Frage, vielleicht braucht halt Misty einfach ein bisschen länger zum Wachsen, weil sie ist ja irgendwie so ein Special-Fall. Oder halt Saturn verzögert das wirklich, weil Hotaru will ja nicht, dass sie irgendwie von ihr Besitz ergreift. Tomoe und Co. haben ja zumindest laut dem Manga das ja freiwillig irgendwie mitgemacht. Und sie ist natürlich eine Sailor Senshi. Aber allerdings, die einfache Antwort ist, damit die Staffel nicht zu kurz ist und die Senshi nicht schon vor ihrem Erwachen draufgehen. Ich habe noch eine gute Antwort. Ja. Vielleicht braucht sie so lange gerade, weil sie der stärkste Daimon ist und deswegen auch länger zum Wachsen braucht. Weil das Ei Ah. als Ausgangsmaterial ist ja das gleiche. Das kann natürlich sein. Ja, wahrscheinlich spielt das mit Saturn auch mit rein, aber das kann natürlich auch sein. Aber im Prinzip hast du natürlich recht, es hat sich einfach keiner Gedanken drum gemacht. Ja. Was ist das Verhältnis zwischen Mistress Nine und Pharao Ninety? Im Anime offensichtlich nichts, naja, nichts Besonderes, naja, ist im Wesentlichen richtig. In anderen Versionen schien es aber vertrauter verglichen mit anderen Hauptgegnern rechter Hand-Kombis. Würde ich nicht sagen. Zirconia zum Beispiel ist ja quasi eine alternative Persönlichkeit von Nihilenia. Ja, Aber schon irgendwie. da scheint sich die Meinung im Fandom zu spalten, würde aber eine vorherige Frage erklären. Wenn Sie eine gewisse Vertrauensverhältnis haben, falls ihr es durch die Wall of Text geschafft habt, hier ein Keks. Warum kriegen wir einen Keks? Wir sind doch zwei. Ja, also zu der Frage, boah, ich hab echt keine Ahnung, ist halt im Anime einfach anders. Wie wir schon gesagt haben, der ist halt einfach nur ganz am Ende kurz gezeigt worden und vorher hat er halt überhaupt keine Rolle gespielt. Im 90er, Manga und so war der ja schon ein bisschen vorher da. Ein bisschen? Im ersten Kapitel. Ja, aber der war ja halt nicht so präsent, aber er hat existiert. Ach ja, ich glaube, wir haben aber eine Frage übersprungen, nämlich die vorletzte, oder? Warum muss Mistress Nine? Ach so, ja, stimmt. Warum muss Mistress Nine überhaupt wieder erweckt werden? Ich meine, warum braucht Pharao Ninety gerade sie? Kann niemand anders den Weg zur Erde für ihn öffnen? Zum Beispiel Kaori Knight, die im Manga ziemlich scharf auf Mistress Nine Position war.
fehlt dem Anime zwar, aber die eigentliche Frage bleibt bestehen. Man könnte mir jetzt einfach mal die Theorie aufstellen, nur Mistress Nine kann den Heiligen Gral benutzen. Ja, also ich hätte mir auch aufgeschrieben, vielleicht kann Kaorinat das einfach nicht, was auch immer Mistress Nine da machen soll. Außerdem ist Kaori Knight im Anime ja eh eine deutlich untergeordnetere Rolle. Ja, genau. Warum die jetzt gerade unbedingt Mistress Nine brauchen und warum die überhaupt brauchen, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. So, wir haben es geschafft. Ach Nein, noch ja. nicht ganz. Eine weitere Frage haben wir noch von jemand anderem. Auf Genau, jeden die Fall, wurde. danke für die Fragen, die sind sehr interessant. Eine Frage wurde noch unter dem letzten Video gestellt, deswegen nehmen wir die jetzt auch noch mit rein, weil sonst vergessen wir die, weil die nicht im Server steht. Genau. Von Matthias W., er hat den gleichen Vornamen wie ich. Schön. Frage: Kommen Haruka, Michiro und Setsuna von Silver Millennium? Ja, es wird eine Folge erwähnt, keine Ahnung welche. Jedenfalls erscheinen die drei, treffen sie Mamoru und Mamoru fragt sie ungefähr: Ihr Krieger von Silver Millennium, was macht ihr hier? Vielleicht hat das Silver Millennium etwas mit der Erwähnung angezogen von der neuen Zeit, jetzt in dieser Zeit. Es ist nicht korrekt zitiert, es heißt in dieser Welt. Ja. Egal. Ja, das Okay, ist also so ein Ding. warte. Lass mich das mal erklären. Ja, viel Also, Spaß. natürlich kommen die Outer Senshi von Silver Millennium. Also, die gab es ja damals auch schon. Wo die da jetzt genau waren, das erfahren wir im 90er-Anime nicht. Das erfahren wir im Manga etwas genauer. Auf jeden Fall waren die zu der Zeit halt schon da. Aber das ist ja auch nichts Besonderes. Also, das macht in dieser Folge, also diese Szene in dieser Folge macht sowieso keinen Sinn. Weil Mamoru sich zumindest im Deutschen da total drüber wundert. Aber es sind doch alle Senshi aus Silver Millennium. Also warum die Outers denn nicht? Das ist ja ganz normal. Und das mit der Zukunft. Es wird leider im Japanischen auch in dieser Folge gesagt, aber es macht absolut keinen Sinn. Wir haben doch gesehen, dass Haruka und Michiro in der Gegenwart erwacht sind. Es macht halt keinen Sinn, dass die da irgendwie in der Zukunft wiedergeboren werden sollen. Und auch das mit dem neuen Zeitdings. Ich glaube, da wussten die Anime-Macher einfach nicht genau, was die jetzt mit denen machen sollen. Dachten sich, hey, Zeitreisen hatten wir schon mal, das machen wir noch mal. Haben sich gedacht, das hatte beim letzten Mal schon so gut und völlig ohne Logiklöcher funktioniert, da kann überhaupt nichts schief gehen. Ja, also warum das im Anime vorkommt, weiß ich nicht, aber es macht einfach keinen Sinn. Aber ja, aus Silver Millennium kommen sie, halt aus dem früheren. So wie alle anderen Senshi auch. Aus der Zukunft nicht. Also nicht aus dem, ich glaube, es wird manchmal neues Silberjahrtausend oder Neo-Silber-Millennium genannt. Ja, also es kann sein, dass die in dieser Zukunft auch vorkommen, bestimmt sogar. Aber es ist nicht so, dass sie dann aus dieser Zukunft zurückgereist sind. Die wurden eigentlich ganz normal wiedergeboren in der gleichen Zeit wie alle anderen auch. Außer natürlich Pluto. Ja, Pluto ist sowieso außerhalb der Zeit. Warum die sagt, wir kommen aus der Zukunft, kein Plan. Ja, das ist, glaub ich, das einzig große Logikloch, das sie in der Staffel gebaut haben. Naja. Ja, aber das ist auch nur die eine Szene, in der sie das sagt. Ansonsten hat es auch überhaupt keine Relevanz, zum Glück. So, einen Punkt habe ich noch, bevor wir loslegen. Und Ja? zwar haben wir eine Fantheorie ersonnen. Ja? Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon. Die mit den Und zwar, Aufnahmeprüfungen. genau, die Frage, wie hat Usagi eigentlich die Aufnahmeprüfung geschafft und warum lernt Rei, die keine Aufnahmeprüfung schreiben muss, eigentlich mit den anderen? Und wir haben jetzt die ultimative Lösung in unserer Fantheorie. Rei hat den Disguise Pen benutzt und sich für die Aufnahmeprüfung in Usagi verwandelt. Ja, weil ich habe mich schon immer gefragt, sie hat halt so schlechte Noten, wie schafft sie es denn durch die Aufnahmeprüfung zu kommen? Vor allem, da sie ja in der Staffel sowieso irgendwie nie zum Lernen kommt. Aber es macht halt auch keinen Sinn gleichzeitig, dass Ray ständig mitlernt, denn an ihrer Schule gibt's die Aufnahmeprüfungen gar nicht. Also warum lernt die? Und so macht das Ganze Sinn. Also Tun ab ist jetzt. natürlich auch nur eine Theorie. Eine, die auch garantiert nicht so gedacht war, aber das ist ja das Schöne an Fantheorien, man kann das einfach behaupten. Ja, okay. So, jetzt sind wir schon eine Viertelstunde in der heutigen Folge und haben noch nichts zur eigentlichen Folge gesagt. Das stimmt. Okay, also Folge 94, der erste Kuss. Und auf Japanisch, beschützt das reine Herz. Wilder Kampf 3 gegen 3. Hast du eine Ahnung, warum 3 gegen 3? 3 gegen 3. Also nachher kämpfen ja Moon und Tuxedo Mask gegen die Outer Senshi. Also die kämpfen nicht wirklich, aber die konkurrieren mit den Outer Senshi um den Kristall.
Und der Daimon ist auch noch mit von der Partie. Sind nicht die anderen Senshi auch da, außer vielleicht Rei? Oder vertue ich mich da gerade mit der... Nee, das ist in dieser Folge. Nee, die anderen kommen erst, wenn schon vorbei ist. Ah ja, stimmt. Ja, aber dann ist es, dann sind es ja nicht mal 6. What? Hä? Könnte das einfach ein Übersetzungsfehler sein und gemeint ist, dass es 3 Parteien in diesem Kampf gibt, nämlich Inner Senshi durch Usagi und Tuxedo Mask, Outer Senshi und den Daimon? Okay, das kann natürlich sein. Ich weiß jetzt nicht, aber das steht halt so in den Untertiteln. Also in den offiziellen Untertiteln, aber vielleicht haben die sich auch vertan. Nein, die sind ja auch Menschen. Ja, klar. Die sind zwar meistens richtiger als die Synchro, aber trotzdem können die auch Fehler machen. Natürlich. Okay, dann fangen wir doch mal an. Ja, ich bin noch gerade in der Preview, genau. Usagi will nicht lernen, weil das Wetter ist so schön und Luna wäscht dir den Kopf. Ja, genau. Also sie sagt auch im Japanischen irgendwie, wenn du es nachher bereust, dann bin ich nicht schuld. Ja, damit hat sie aber eigentlich recht. Jedenfalls sagt sie, ja, nee, ich will nicht wirklich lernen. Und dann sind die anderen sind wahrscheinlich wieder sauer, das übliche Blabla. Und dann will sie, ja, ich würde aber lieber Mamoru sehen. Und dann fährt auf einmal ein Motorroller. Ich kenne mich damit nicht aus. Es müsste eigentlich ein Motorroller sein. Ich glaube nicht, dass Mamoru ein Motorrad fährt. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall aber ist sie jetzt sieht so allerdings ziemlich gewaltig aus, die Maschine. Ja, auf jeden Fall freut sich Usagi jetzt so, hey, mein Wunsch ist wahr geworden, läuft ganz freudig auf ihn zu. Aber da sitzt ein anderes Mädchen drauf und irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Denn genau das mit diesem Motorroller und sogar mit dem gleichen Mädchen, das hatten wir doch in der 2. Staffel schon. Das ist auch, glaube ich, nahezu komplett recycelt, die Szene. Das kann sein. Ich dachte mir schon so, hä? Ich habe irgendwie ein Déjà-vu, das ist mir so nie aufgefallen. Ich glaube, er trägt da auch den gleichen Helm, also was logisch ist, weil, ne? Ja. Aber es ist die gleiche Kameraeinstellung, wie er dann den Helm abnimmt und sowas, aber naja. Ja, es ist auf jeden Fall Unazuki und er hat sie halt einfach nur irgendwo hingefahren, hat sie jetzt nichts Schlimmes und ja. Genau, aber Usagi sagt, ja, und ich dachte schon, ernsthaft, warum? Wie, warum? Sie wurde schon so ein bisschen eifersüchtig, nur weil die bei ihm mit auf dem Motorrad sitzt. Ja, wow. Ey, komm, es ist Usagi, die ist auch eifersüchtig auf Chibiusa. Wobei es die aber echt drauf anlegt. Chibiusa legt ja auch drauf an. Das sehen wir auch nicht oft, dass Mamoru Motorrad fährt, oder? Nee, aber es kommt öfters mal vor. Da sehen wir im PJSM, sehen wir das, glaube ich, viel häufiger. Ach übrigens, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass Unazuki die gleiche Schuluniform wie Rei hat. Also die geht auf die gleiche Schule. Oh, interessant. So, ja, übrigens, wir haben im Sailor Moon Wiki steht, dies sei der einzige Auftritt von Unazuki in dieser Staffel. Demnach war das Café in der vorletzten Folge, also in der Folge Wer ist Haruka, definitiv nicht das gleiche, auch wenn die Bedienung da fast genauso aussah wie Unazuki. Vielleicht war es nicht in der Folge, aber ich war mir sicher, dass es in einer dieser beiden Podcast-Folgen das Crown Center war. Da war ich mir sehr sicher. Also es sah da auch ganz anders aus als das Café, in dem die jetzt sind. Wir können es überhaupt mal sagen, Unazuki sitzt jetzt plötzlich mit Usagi im Café, beziehungsweise sie sitzt nicht, sondern sie arbeitet, also Unazuki. Ja, es ist ja quasi das Café ihrer Eltern und sie ist da als Bedienung zuständig. Und sie reden, warum auch immer, darüber, ob Usagi Mamoru denn schon geküsst hat. Ja, stimmt. Und irgendwie Usagi wird dann so ein bisschen rot und dann schließt Unazuki direkt daraus, dass sie ihn noch nie geküsst hat. Aber das hat sie doch schon. Ich habe in dem Moment auch überlegt, wann hat Usagi Mamoru geküsst und war dabei wach? Wann ist das letzte Mal passiert? Das letzte Mal in Staffel 2? Da, als sie sich doch dann wieder versöhnt haben, oder? Ist das so? Ich war mir da echt nicht sicher. Ich schon, also auf jeden Fall in der letzten Staffel war das auf jeden Fall so. Also ich weiß nicht, irgendwie war ich da in dieser Folge so ein bisschen verwirrt. Hatte man das vergessen, dass die ihn schon mal geküsst hat? Weil es wird doch die ganze Folge über irgendwie nicht aufgedeckt, dass sie Mamoru ja doch schon mal geküsst hat. Es wird ja eigentlich doch. Am Ende wird's aufgelöst. Ja, nee, aber da sagt ja dann Mamoru, er weiß das nicht mehr. Also ich glaube sogar, ich hatte das früher irgendwie so verstanden, dass, ich weiß nicht mehr, dass sie halt irgendwie nur so tut, als hätte sie ihn schon mal geküsst, aber natürlich hatte sie das.
Also es ist ganz komisch, ich verstehe es auch nicht so ganz. Vielleicht ist es damit zu erklären, dass man in Japan über sowas halt einfach nicht so wirklich spricht, ne? Ja, schon, aber das dann auch mal Moso. Ja, dazu kommen wir noch. Naja, überhaupt reden die sehr um das Küssen herum, habe ich noch geschrieben. Ist Küssen jetzt ein Codewort für Sex? weil so peinlich berührt, wie die da drum herum reden. Ja, also es ist halt in Japan halt so ein bisschen so ein Tabuthema. Also es ist eigentlich normalerweise nie so, dass man irgendwie auf offener Straße jemanden küsst, also so in der Öffentlichkeit. Also das ist anscheinend so ein bisschen ein schwieriges Thema, warum auch immer, aber es ist so. Wobei das nicht nur in Japan so ist, das ist tatsächlich, also das ist bei weitem nicht überall so, dass das in Ordnung ist, das in der Öffentlichkeit zu machen. Ja, und irgendwie meint dann auch Unazuki so, ja, das ist ja auch viel besser, wenn es noch nicht passiert ist. Ihr seid ja noch in der Mittelschule und dieses Jahr hast du ja die Aufnahmeprüfungen. What the fuck? Ja, Hä? Warum? Ja, da besteht auch voll der Zusammenhang. Was hat das denn damit zu tun? Als ob die jetzt schlechtere Noten schreibt, nur weil sie Mamoru küsst. Ist ja jetzt auch nicht so, als wird das unfassbar viel Zeit fressen oder so. Wow. Ja. Aber, und jetzt fangen die seltsamen Zufälle dieser Staffel an. Direkt daneben sitzen Haruka und Michiro. Und diesmal kommt gar keine Musik. Nee, ist mir auch irgendwie aufgefallen. Irgendwie die ganzen nächsten Folgen, zumindest die nächsten beiden, kommt diese Musik nicht. Weil wahrscheinlich hatten wir es in der ersten Folge von den beiden schon so oft, da brauchten sie eine Pause. Ja, ich sag's ja, da hatten wir ihn ja schon viermal. Also, das war dann auf Vorrat. Ja, genau. Also die sitzen jetzt rein zufällig daneben. Die sitzen halt nicht nur so ungefähr im selben Raum, sondern auch wirklich direkt daneben. Ja, und jetzt halten sie eine Geschichtsstunde. Oh ja. Willst du? Warte, fängt Michiro an mit der Rückblende? Ach so, ja. Das überlasse ich wirklich dir, weil du kennst doch auch die Sache mit der englischen Synchrone. Ja, also es hatten sich beim letzten Mal ein paar Leute gewundert, wer Brad ist, weil den hatte ich ja schon so angekündigt. Ich hatte mich auch gewundert, ich kannte das nämlich nicht. Ja, es ist hier die Rede von der englischen Synchro, von der dümmsten Ausrede überhaupt, warum Michiro ja nicht lesbisch sein kann. Denn ihr wisst ja klar, die beiden waren natürlich Cousinen in dieser schlechten englischen Synchro. Und best es ist cousins ever. Ja, also das Wort Cousin wird ja auch irgendwie 10.000 Mal verwendet. Auf jeden Fall, in dieser Szene ist es eigentlich so, dass Michiro so vom ersten Kuss der Menschheit erzählt, nämlich von Adam und Eva. Und da sehen wir halt auch so eine Rückblende. Wenn man genau hinguckt, dann sieht das aus wie Usagi und Mamoru, aber es sollen halt Adam und Eva sein. In der englischen Synchro hat sie gesagt, ah, mein erster Kuss, das war mit Brad, dem süßesten Typen von der ganzen Schule. warum? Also so richtig krampfhaft, hey, wir müssen Michiro jetzt hetero machen. Also das ist so peinlich, ganz ehrlich. Man kann sich eigentlich einfach nur darüber totlachen. Ich weiß gar nicht, ich finde es auch geil, dass er ausgerechnet Brad heißt. Warum? Wegen Brad Pitt. So. Ja, also auf jeden Fall tun die halt jetzt so, als wäre diese Rückblende mit Michiro und Brad. Und dann erwähnt sie das auch nochmal. Und irgendwie in dem Moment, wo sie dann sagt, oh, my sweet Brad, I wonder where he is today, genau dann guckt Haruka sie so ein bisschen verschwörerisch an. Das passt so perfekt. Ja. Also total Hanebüchen. Und ja, und dann macht Haruka weiter mit der Geschichtsstunde und erklärt irgendwie verschiedene Kussarten. Auf Japanisch fand ich das ein bisschen strange, weil da waren auch Sachen dabei, die ich noch nicht gehört habe. Nämlich auf den Handrücken bedeutet Respekt, auf die Stirn bedeutet Freundschaft und auf die Handfläche, um etwas zu bitten. Also das habe ich auch noch nie gehört. Nee, im Deutschen sind auch andere. Ja, im Deutschen war es, glaube ich, auf die Wange heißt Freundschaft, ja, auf den Handrücken Respekt und auf den Mund Liebe. Und dann kommt noch diese Nummer mit dem, in Italien gab es im 15. Jahrhundert mal ein Gesetz. Ja, wer küsst, muss sich auch heiraten. Ich habe das gegoogelt, ich habe nichts dergleichen gefunden. Echt? Vielleicht haben die sich ja im Land vertan oder so. Vor allem kann ich mir das gerade in der Zeit irgendwie gerade für Italien jetzt weniger vorstellen. Nicht unmöglich, aber... Vielleicht meinten die auch Sex? Ich behaupte sowieso, so wie hier drüber gesprochen wird, ist Küssen hier ein Codewort für Sex.
also ich weiß auch nicht, warum die jetzt hier so mit Random Facts daherkommen. Jetzt hat die doch auch keiner irgendwie gefragt, so erzähl mir was über die Geschichte und die Bedeutung des Küssens. Ja gut, aber Haruka und Michiru sind eh ganz gut da drin, einfach Infos zu droppen, obwohl sie keiner nach irgendwas gefragt hat. Ja, also krass. Ich finde auch komisch, warum fangen die eigentlich von Adam und Eva an? Ist das im Original auch? Ja. Okay. Die dritte Staffel ist sowieso sehr christlich angehaucht. Außerdem, Haruka trägt doch immer so ein Kreuz, deshalb denken auch viele, dass sie vielleicht Christin ist. Es könnte natürlich auch nur ein Accessoire sein. Spricht aber auch nichts dagegen. Nö, also kann natürlich sein. Ich wollte noch was sagen. Dann sagen Michiru und Haruka auch irgendwie, wir haben nicht die Zeit, uns zu verlieben. Also, vielleicht sind die ja wirklich noch nicht zusammen. Also, es gibt so die Theorie, dass sie zwar verliebt sind, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammen. Also, im Deutschen fand ich die Szene sehr lustig, weil Michiru sagt, sie hat keine Zeit, an einen Mann zu denken. Ja, du hast auch keine Lust zu, denke ich mal. Ja, gut. Beim Japanischen fand ich das schon so ein bisschen seltsam. Weil vor allem in der nächsten Folge sieht es ja eigentlich schon aus, als wären die zusammen. Also da ist eigentlich sicher. Warum die am Anfang da immer noch so sagen, so nein, wir sind nicht zusammen, nur wir haben keine Zeit, uns zu verlieben, das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Ich glaube, selbst im Original waren sie vorsichtig mit dem Thema. Ja, aber dann irgendwie so ab der nächsten Folge haben sie da reingehauen. Aber volle Kanne. Ja, na gut, und dann gehen sie und die Musik kommt wieder nicht. Aber Blütenregen. Oh ja, stimmt, der muss trotzdem kommen. Ich finde auch geil, sie kommen da raus, sie reden vom Küssen. Sie sind ja noch so jung und unschuldig. Ja, darüber hatten wir uns ja schon ausgelassen. Ich werde da nicht müde, darüber zu sprechen. Das stelle ich bei jeder Gelegenheit anmerken. Er sagt es großartig. Im Japanischen ist es gar nicht so krass. Da sagt sie halt immer, ach, süß, so noch vom Küssen zu reden. Oder halt das so ernst zu nehmen und sowas. Aber im Deutschen halt immer, sie sind noch so jung und unschuldig. Also dann haben wir hier Stock-Footage-Szene, der Professor baut ein Ei. Ja. Und dann kommt doch irgendwie Kaori Knight und erzählt ihm irgendwas, also wie was küssen. Und Tomi meint dann auch, geküsst habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Und dann lacht er unfassbar creepy. Ich frage mich, wie findet Kaori Knight eigentlich immer die Opfer? Ja, stimmt eigentlich. Bei den anderen sehen wir, wie die das machen, bei Kaori Knight nicht. Ja, stimmt. Die geht einfach random auf die Straße und sucht Leute. Ja, wenn man das mal sehen würde, wäre ja schön, aber irgendwie tut sie das ja nie. Ja, das ist echt strange. Kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass sie da irgendwie jemals was gemacht hätte. Aber auch wieder, ich glaube, die wussten einfach nicht, was sie mit Kaori Knight machen sollen. Mm. Egal, wer wird wohl unser Opfer für diese Folge sein? Na, wer wohl? Vielleicht die einzige Nebenfigur, die sonst nicht auftaucht? Ja, also sie kommt so öfters vor, aber natürlich, da sie jetzt mal wieder da ist, muss sie natürlich auch gleich das Opfer sein. Ja. Und sie ist in ihrer Wohnung und das Ei nistet sich ausgerechnet im Staubsauger ein. Und als ich gesehen habe, das Ei nistet sich im Staubsauger ein, da wusste ich schon, der Daimon wird dämlich. Ja, also ich verstehe auch nicht so ganz, warum denn im Staubsauger? Hat der eigentlich auch gar nichts damit zu tun. Ja, den muss ich ja immer in irgendeinen Gegenstand einlisten. Ja, aber normal hat das ja sowas mit dem Thema der Folge zu tun, aber hier mit Staubsaugen. Du meinst doch wie das Katzenpuzzle? Ja, oder das Auto. Ja, gut. Naja, es ist im Staubsauger, der irgendwie auch ein bisschen aussieht wie ein Elefant. Und es heißt Osoji. Und ich habe nachgeguckt, was Staubsauger auf Japanisch heißt. Sojiki. Also quasi die letzte Silbe weg und ein O davor. Ja, typisch. Und das ist ganz komisch, also als der Dämon auftaucht, da macht er mehrere Mundbewegungen, also sogar ein paar Sekunden lang, aber es kommt nichts. Das ist sehr strange, also auch im Japanischen ist kein Synchro-Fail, also schon, aber von der japanischen Synchro. Okay, dann weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich finde es bemerkenswert, endlich wird mal jemand zu Hause angegriffen, wo nicht sofort Hilfe um die Ecke ist. Ja, stimmt eigentlich. Ich meine, wann habe ich das erste Mal gesagt? Irgendwann in Staffel 1. Warum greift ihr die Leute nicht zu Hause an, wo nicht 2 Meter daneben die Senshi parat stehen?
Ja, stimmt, aber war nicht dieses Puzzle auch bei ihr zu Hause? Das stimmt, aber. Aber irgendwie waren die dann trotzdem woanders, bei den Kätzchen. Genau, weil sie sofort weggerannt ist, Ja, aber aber. trotzdem kommt dann hier die hanebüchene Erklärung, warum die Senshi trotzdem da sind. Es kommt eine Erklärung? Ja, die wollten doch zu Onosuke gehen. Ach so, ich dachte, du meintest wegen der Autos, weil die sind nämlich jetzt schon da, nachdem der Kristall geklaut wurde, und ich habe keine Ahnung, wie die auf diese Spur gekommen sind. Ja, stimmt jetzt, wo du es sagst. Kein Plan. Die sind einfach da. Die können das Ja, halt. die haben bestimmt so ein Sensor. So wie der Sailor Moon Detektor von Tuxedo Mask. Könnte sein. Vielleicht haben die aber auch einen Supercomputer. Ach nee. Nee. Ja, zu dem Daimon sage ich jetzt nicht viel. Ich finde den doof. Ja, der ist auch irgendwie sehr, sehr strange. Er hat halt so Staubsaugerarme und sieht ansonsten auch sehr bescheuert aus. Sie nehmen ihm Ja. den Herzkristall ab, aber der fällt auf irgend so ein Müll- oder Schrottlaster und ist weg. Und ich finde es gut, dass sie den Kampf quasi jetzt unterbrechen, weil alle jetzt gerade nur diesen blöden Kristall suchen und gar nicht gegeneinander kämpfen wollen. Ja, aber ich finde es generell sehr cool, dass es hier halt, dass halt der Kristall jetzt hier mal woanders hinkommt und die halt da so ein bisschen mal suchen müssen. Also es ist halt mal was anderes. Kristalle, die irgendwo hingewandert sind, zu suchen, hat ja schon in Staffel 1 immer so viel Spaß gemacht. Ja, oder war es halt mehrere Folgen am Stück? Hier ist es halt nur einmal. Ja. Aber die Senshi stehen vor der Tür, denn Onosuki hatte zum Tee geladen. Ja, genau. Und irgendwie, als sie vor der Tür stehen, da überlegt dann Makoto, ha, ich würde gerne mal wieder Motokis Wohnung putzen. Und Echt? ja, Wow. und Mina sagt zu Ami, du willst doch hier kein Büffeltreffen veranstalten. Und Ami, darf ich nicht? Armin ist total süß, sie will immer lernen und darf nicht. Ja. Im Ja. Deutschen irgendwie sagt Rey sowas wie, wenn du auch nur ein Buch aufschlägst, dann setzt was. Und Armin hat einfach wieder ihren riesen Bücherstapel dabei. Ja, genau. Und dann macht aber irgendwie keiner auf und schließlich machen sie die Tür auf und sie ist doch da, aber sie ist halt ohnmächtig und so. Genau, sie ist ohnmächtig, alle rennen zu ihr hin und Dr. Artemis stellt zielsicher fest, der Kristall ihres reinen Herzens wurde geklaut. Das kann man offenbar sehen, wenn das so ist. Ja, das wundert mich, das hat mich aber auch gewundert. Also sie liegt halt einfach nur so ohnmächtig da mit so glasigen Augen. Also es hätte ja was anderes auch sein können. Und wieder muss ich eine Beziehung zu PJSM ziehen. Da gab's mal, da war jemand, ich führe es nicht weiter aus, aber da war jemand halt irgendwie besessen und Ami hat das analysiert, relativ mühsam und das dann festgestellt. Aber hier sieht man das einfach. Ja, ich meine, gut, es liegt nahe, da es das letzte Mal auch passiert ist, aber es hätte ja auch was anderes sein können. Also, sie hätte auch einfach einen Schwächeanfall haben können. Es hätte ihre Energie abgesaugt sein können. Das wäre allerdings echt verwirrend gewesen. Ihre Energie wurde abgesaugt und alle. Hä? Die Staffel ist doch schon lang vorbei. Oder die beiden Arcs. Ah, naja, Naja, okay. inzwischen weiterhin die Autos und der Daimon verfolgen den Kristall. Und Onosuki wird jetzt so ins Bett verfrachtet, ist aber noch so halb wach. Ja, genau, also die wacht jetzt so halb wieder auf, so in Trance irgendwie, und redet jetzt ständig davon, dass sie küssen will. Also random irgendwen und ich weiß gar nicht mehr, auf wen sie sich stürzt, aber schafft, Makoto. ja, küsst fast auch Makoto. Und irgendwie sagen die jetzt, sie ist unrein geworden. Es ist jetzt quasi unrein, random Leute zu küssen. Ja, okay, ist natürlich nicht cool, aber ja, Hab wow. ich schon erwähnt, dass ich glaube, es ist ein Codewort für Sex? Ja, da macht das natürlich dann mehr Sinn. Ah, Oh, schön. das könnte jetzt einige falsch aufgefasst haben. Na egal. Ja, also wird jetzt Suchaktion nach dem Herzkristall veranstaltet. Aber die haben zum Glück einen Supercomputer und können zumindest ungefähr feststellen, wo der ist. Genau, und immerhin schön, dass man mal dran denkt, dass sie den noch hat. Ami ist auch irgendwie die Einzige, die zwischendurch mal was Nützliches tun darf. Ja. Wobei Rei hier auch was Nützliches tut, weil sie hat Onosuke einen Ofuda vor den Mund geklatscht, Ja, stimmt, genau. damit die nicht mehr wie wild alles küssen will. Und hat irgendwie so ein Shinto-Gebet gesprochen.
Und Usagi und Mamoru sind jetzt die einzigen, die dem Kristall sinnvoll folgen können, weil, also Mamoru kommt plötzlich vorbei und nimmt Usagi mit dem Motorrad und die anderen halt zu Fuß hinterher, deswegen sind die nicht bei dem Kampf dabei. Ah, ja, stimmt. Aber Warum auch jetzt sehe immer ich. Mamoru jetzt da ist und ja, egal. Usagi-Detektor. Ja, warum auch immer die sich auch erst verwandeln, wenn sie da sind. Ja, das ist sowieso so Gut. eine Sache. Gut, die wissen ja nicht, dass da ein Daimon ist. Die könnten sich's denken, aber sie haben ihn ja nicht gesehen. Übrigens fällt mir auf, Luna ist auch dabei. Also hätten wir in dem Team zumindest drei. Ja, trotzdem sehr strange. Der Daimon und die Autos kämpfen ja auch nicht auf einer Seite. Nicht wirklich, nee. Na, egal. Ja, obwohl, sie wollen beide das Ding wegnehmen. Der Daimon und die Autos. Alle drei wollen das Ding wegnehmen. Ja, aber Und trotzdem. Usagi will es zurückgeben. Aber trotzdem finde ich hier 3 gegen 3 sehr übertrieben, vor allem da Luna ja auch nie mal kämpft. Nee, stimmt. Jedenfalls kämpfen die auf so einem Schrottplatz, was ich eigentlich ein ganz cooles, eine ganz coole Kampfarena finde. Ja, ich auch. Das ist mal was anderes, wie schon gesagt, und schon ziemlich cool. Ja, und dann kommt natürlich Usagi dazu, wo auch immer Mamoru jetzt steckt. Ich denke, er wird darauf warten, dass irgendwas schief geht. Jo. Natürlich tut er das. Ja, das übliche Geplänkel. Usagi will das Ding halt haben, die anderen auch, und kämpfen halt. Der Kampf ist zwar ganz okay, aber auch nichts Besonderes, würde ich sagen. Also der Kampf wird eigentlich erst dann interessant, wenn es darum geht, dass die Outer Senshi anmerken, dass sie den Kristall auch haben wollen und sich dann auch mit Sailor Moon darum zoffen. Kommt nicht zuerst noch Tuxedo Mask? Ja, der kommt zwischendurch auch noch. Aber ich dachte, ja, ich wollte dazu noch was sagen. Ach so, ja. Ach so, der Schrotthaufen, ne? Ja, erstmal. Und zweitens. Also, da liegt irgendwie erstmal so eine Taxidermas-Puppe auf dem Müll und dann wird so nach oben gezoomt und er sitzt auf so einem alten Karussellpferd. Ist das, ja, ja, ist das eine Hommage an die Traumprinzessin-Folge? Ich glaube glaub, schon. Ja. Also, ich habe ja auch geschrieben, der Schrotthaufen ist mein Notizpunkt. Ja, also wahrscheinlich haben die das Pferd einfach weggeschmissen und dann. Ja, okay, das war eine Illusion, aber auf jeden Fall ist es ein sehr ähnliches. Tja. Wie gesagt, und dann irgendwann ist halt der Daimon besiegt und der Herzkristall liegt halt noch irgendwo rum und jetzt wollen alle an den Herzkristall und. Ja, und Uranus nimmt Sailor Moon in den Schwitzkasten. Ja, beziehungsweise ist auch nicht weit von einem Würgegriff entfernt. Also sie könnte sie ohne Probleme da auch würgen, wenn sie wollte, so wie sie greift. Ja, genau. Ja, und die Autos schaffen es natürlich, an den Herzkristall zu kommen. Fand ich fast ein bisschen schade. Aber wahrscheinlich wollte man noch nicht so früh die absolute Konfrontation von Inners und Outers haben. Ja, aber die Outers, die wollen den ja nicht klauen für immer. Die wollen ja nur gucken, ob das ein Talisman ist. Ja, und wenn es einer wäre, hätten sie ihn behalten. Ja, schon. Aber was wäre denn sonst gewesen? Dann hätten Usagi und Co. den bekommen und dann hätten wir nie erfahren, ob es ein Talisman ist. Das wäre ja auch irgendwie strange. Nee, aber ich meine, wenn Usagi ihn gehabt hätte und man ihr den hätte gewaltsam wieder wegnehmen müssen, dann wären die Spannungen etwas schneller aufgetaucht, die es ja später sowieso gibt. Ja, okay. Konfrontation von Inners und Outers. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall, ja, die gucken, ach, ist zum Glück doch kein Talisman. Also die sind beide auch so ein bisschen froh drum und ja, geben den zurück. Genau, und dann kommen viel zu spät die anderen Inners, außer Rei, die ist natürlich noch bei Unazuki. Ja. Und ja, alles klar. Oh, ihr seid schon fertig? Ja gut, dann gehen wir zurück und dann geben sie den Kristall zurück und dann wird Unazuki auch wieder normal. Und im Grunde endet diese Folge damit, dass Usagi die Klugscheißer-Info von dem Gesetz in Italien nochmal raushaut. Ja, genau. Und dann geht sie mit Mamoru auf den Balkon. Also das hatte ich ja vorhin schon mal so angedeutet. Und sie fragt dann, Mamoru, erinnerst du dich noch an unseren ersten Kuss? Und dann, ja so, also anscheinend offensichtlich nicht, aber ich frag mich so, was? Warum? Ich würde sagen, wie kann er den vergessen haben? Warum? Hä, was ist das denn für ein Bullshit? Warum? Sollen wir jetzt mal auflösen, wann der denn war? War das nicht das mit dem Maskenball? Ja, die Folge heißt sogar Bunnys erster Kuss. Ja, genau, das meinte ich ja. Eigentlich müsste sie ja diejenige sein, die sich nicht daran erinnert, weil der war hier betrunken. Und hat auch geschlafen, glaube ich. Ja, aber er?
Als ob er das vergessen hat. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum die das gemacht haben. Naja gut, er war zwischendurch einmal tot, vielleicht deshalb. Ja. Sie aber auch. Ja, aber... Aber sie erinnert sich ja anscheinend schon. Ja gut, wir wissen nicht, welchen Kuss sie jetzt meint, ne? Das wird ja nicht aufgelöst. Ja, aber ich... Es gab doch auch mehrere Küsse. Warum es kam mir so vor, als würde er sich überhaupt nicht dran erinnern, sie jemals geküsst zu haben. Ja gut, aber nee, sie fragt ihn, wann war eigentlich unser erster Kuss? Und das klingt, als ob sie schon recht genau weiß, dass das auch zumindest mal war. Hm? Naja. Ja, klar. Aber er ist dann irgendwie... Hat's anscheinend vergessen oder so. Ach ja, sie haben es geschafft, in dieser ganzen Folge, die der erste Kuss heißt, keinen Kuss zu zeigen, außer den von Adam und Eva in dieser Rückblende. Zeigen sie den überhaupt? Ja, aber nur mit so Silhouetten. Selbst da bin ich mir nicht sicher. Ich scroll da gerade nochmal hin. Doch, die haben sich schon geküsst. Ich dachte, die nähern sich nur so. Ich dachte schon. Ja, aber auf jeden Fall schon witzig, dass dann ansonsten überhaupt nichts dergleichen gesagt wurde. Ach übrigens, wir erfahren, dass Onosuke einen Freund hat. Aber wir sehen den nicht. Okay, ja, der Kuss wird gezeigt. Der Adam und Eva Kuss. Ja. Aber ja. Okay, wir sind es denken auch anscheinend einige Leute, dass... Also, ich meine jetzt nicht mehr... sehr viele andere Leute denken, dass in dieser Silhouette Haruka und Michiro gezeigt werden, weil Mamoru ein bisschen wie... Also Adam ein bisschen wie Haruka aussieht. Aber man sieht eigentlich doch, wenn man genauer hinguckt, dass es Osagi und Mamoru sind. Ja, zu meiner Verteidigung, ich habe das geglaubt, weil ich habe das in dieser Cousins-Zusammenschnitt-Ding gesehen. Ja, Und da war halt auch nicht die richtige Synchro dabei, weder die japanische noch halt die deutsche. Deswegen war ich da etwas irritiert. Und aber ich denke mal, wir wüssten ja, wenn es im Anime jemals einen Haruka und Michiro-Kuss gegeben hätte, was es ja leider nicht gab. Na gut, der wäre ja trotzdem nur vorgestellt bzw. erinnert. Naja. Ja, aber immerhin hätte es einen gegeben. Aber nö, leider nicht. Wie hat dir die Folge gefallen? Ich habe ihr 3 Punkte gegeben. Es war zwar was anderes und es war ja ganz cool, aber so unfassbar krass war es jetzt auch nicht. Aber ja, 3 Punkte ist gut. Ja, ich habe ja auch 3 gegeben. Ich finde, sie leidet etwas unter dem sehr langweiligen Daimon, aber... Ja, das fand ich auch. Ich fand sie zuvor eigentlich ein bisschen spannender. Es war halt mal cool, dass halt dann mal was mit dieser Person passiert ist, die halt den Herzkristall rausbekommen hat. Und dass der Kristall halt auch nicht direkt gefunden wurde, sondern halt erstmal verstreut wurde. Das war schon cool. Ich finde es auch grundsätzlich immer besser, wenn das Opfer Figuren sind, die wir kennen und nicht Figuren, die nur in der einen Folge vorkommen. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Sie kommen zwar auch nicht oft vor, aber immerhin kamen sie schon mal vor. Und das wird sich in den nächsten Folgen ja auch so fortsetzen, dass wir keine Einfolgenopfer bekommen. Wer ist denn dein Win der Folge? Also eigentlich, finde ich, hat keiner gewinnt. Ich habe jetzt hier so 3 Kandidaten, aber die sind jetzt eigentlich auch nicht wirklich Winner für mich. Einmal halt Usagi, dann Onosuke und Rei wegen dem Bandzettel. Aber eigentlich haben die alle nicht wirklich gewinnt. Ich habe eigentlich Usagi, weil sie mehr oder weniger alleine kämpft, was ich ganz cool finde. Ja, Taxidomas kommt ihr dann helfen, aber das war's eigentlich. Ja, okay, stimmt. Aber es war generell, war die Folge sowohl bei Win als auch bei Fail sehr unspektakulär. Ja, genau. Ja, und dann haben wir gleich den Fail. Habe ich hier mangels Konkurrenz die Outer Senshi genommen. Okay, also ich habe sogar eindeutigere Fails. Ja? Also ich habe auch hier als Honorable Menschen Uranus und Neptun, weil es halt schon ziemlich fies war, was sie gemacht haben, so mit Usagi. Aber es ist halt jetzt auch nicht, es ist halt ihr Ding, schon klar. Dann habe ich einmal den Daimon, der den Kristall verloren hat. Und dann habe ich noch Mamoru, der sich nicht an seinen ersten Kuss erinnert. Ja, stimmt, okay, der ist mir durchgegangen, der ist eigentlich noch besser. Okay, ich ändere das, Mamoru finde ich besser. Ja, ihr könnt in den Infokarten abstimmen, was ihr denn dazu sagt. Okay, dann Folge 95. Du schaffst es, Umino. Oder auf Japanisch, Hilfe in Sachen Liebe. Überlass das nur Moon. Das kann nicht gut gehen. Nein. Aber es geht gut. Die Folge heißt, du schaffst es, Umino. Achtung, Spoiler. Er schafft's nicht. Ja, doch.
Doch, er stimmt, er gewinnt schon. Ja sogar nachher, aber... Ja, er schafft's schon. Und Moon macht hier auch... Nee, Moon macht hier sogar gar keinen schlechten Job als Liebesvermittlerin. Das macht sie eigentlich gut. Ja, sie baut also, sie baut keinen groben Mist, sagen wir es mal so. Ja, also ich finde, das war gar nicht so schlecht, was sie hier gemacht hat. Da gab es schon schlechtere Folgen. Ah, es fängt an mit Dr. Tomoe, der einen Dämon baut. Mhm. Genau, also Kaori Knight erklärt ihm, in den reinen Herzen von Liebenden ist ein Talisman. Da hat sie recht. Das ist ausnahmsweise mal ein Treffer, zumindest was zwei Talismane angeht. Das ist richtig. Ja, leider hat sie nur die Falschen erwischt. Naja, okay. Aber ich find's auch cool. Wir finden den Talisman in den Herzen von Liebenden. Da bleiben echt nicht mehr viele Ziele übrig. Nee. Da gibt's ja so wenige auf der ganzen Welt. Egal. Es ist nicht die dümmste Idee, die ich hier gehört habe. Immerhin stimmt es endlich mal. Ja, aber wenn du eine Eigenschaft auswählst, die für so viele Menschen zutrifft, dann ist auch die Chance, dass du einen Treffer hast, ganz gut. Das stimmt. So, dann haben wir eine Szene in der Schule, und zwar mit Umino und Usagi. Ach ja, also Usagi fragt sich, wo Umino ist, und der ist in irgendwie so einer zwischen zwei Häuserwänden. Auf jeden Fall hat er eine Bitte an sie. Denn Nao verhält sich in letzter Zeit irgendwie seltsam und anscheinend verbirgt sie etwas vor ihm. Und ja, er möchte halt jetzt, dass sie dahin geht und mal bei Nao ein bisschen nachfragt. Und erwähnt dabei auch noch, dass er ihr jeden Tag ihre frittierten Garnelen bringt. Also selbst wenn... Das hatten wir in Staffel 2 schon mal, ne? Ja, also selbst wenn das ihr Lieblingsessen ist. Ich glaube, wenn du jeden Tag das gleiche Essen hast, dann hasst du das irgendwann total. Ja. Oh ja. Also, ich kann schon verstehen, dass Naro da nicht so begeistert ist, wenn es jeden Tag das gleiche Essen ist. Wobei sie das relativ tapfer erträgt. Also, sie beschwert sich auch nicht groß darüber. Das stimmt. Und Umino meint es natürlich lieb. Und dann haben wir natürlich direkt darauf folgend die Szene, Usagi spricht mit Naru. Und Naru hat quasi die gleiche Befürchtung gegenüber Umino noch mehr. Sie befürchtet, er hat vielleicht eine andere Freundin. Und dann sage ich so, nein, bei Umino brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Und sie so, ach, meinst du echt? Ja, für den interessieren sich keine anderen Mädchen. Und ich find's total cool, wie Naru dann sauer wird. Das ist echt toll. Ja, also Usagi hat ja nicht ganz ohne Recht, aber ich kann schon verstehen, dass Naru den Satz nicht cool findet. Hm. Genau, sie meinte, hey, er hat auch seine Vorzüge. Ja, und jetzt soll Usagi... Also sie hat halt erfahren, dass Naru eigentlich das Gleiche denkt. Und jetzt möchte sie zur Liebesexpertin Rei gehen. Und da frage ich mich, wann ist Rei denn zur Liebesexpertin geworden? Das habe ich mich aber auch gefragt. Das war doch vorher eigentlich auch noch nie. Ich weiß nicht, wir hatten doch vorher schon mal irgendwas, wo ich dachte, wie ist denn Rei jetzt zu dieser Eigenschaft gekommen? War das nicht auch schon mal sowas? Es war irgendwann mal das Ding, dass Motoki plötzlich zur moralischen Instanz oder zur degradiert ist, aber bei Rei wüsste ich jetzt nicht. Aber ja, warum fragt man Rei? Das ist eine gute Frage. Sie ist zwar so ein bisschen boy-crazy, aber bei Liebesproblem... Ja, okay. Ich wollte jetzt gerade schon sagen zu Minako, aber nein. Lass das! Aber ich fände, es wär die logischere Entscheidung gewesen. Ja, also nicht, dass Minako hier jetzt den besten Umgang mit Jungs ever hat, aber es wäre ja logischer, sie ist immerhin die Kriegerin der Liebe. Und vor allem die Idee, die Rei jetzt ausbrütet, die hätte genauso gut von Minako kommen können. Ja, genau, also Reis Idee ist, es gibt irgendwie so einen Liebeswettbewerb, wo halt so Paare teilnehmen. Und ja, da findet man halt heraus, dass sie sich lieben und da gibt's auch so einen Preis. Und da sollen die beiden jetzt teilnehmen. Gut, an der Stelle muss ich mal kurz einhaken. Das muss man vielleicht erklären, wer das nicht weiß. Die Japaner schaffen es, aus allem eine Game-Show zu machen. Das ist richtig. Also, das ist einfach so. Hinterfrag das nicht. Das ist einfach wirklich so. Die machen aus allem eine Game-Show. Das sieht man auch in manchen Musicals. Ich glaube, du hast gerade den gleichen Satz im Ohr wie ich. Ja, deswegen habe ich auch kurz innegehalten. Ich auch. Okay, ja, wie geht's denn weiter?
Ja, sie will dahin mit, Usagi will mit den beiden dahin, damit die sich anmelden können, aber die Anmeldezeit ist schon vorbei. Ja, genau, und dann ist sie ganz traurig und die anderen fragen dann, was ist denn los? Ja, ich wollte euch da anmelden, damit ihr euch wieder vertragt. Und dann kamen beide verlegen so eine Karte dafür raus. Denn die haben sich beide dafür angemeldet, ohne das dem anderen zu sagen. Und das war halt so deren Geheimnis. Und das finde ich komisch. Warum? Weil Umino hat sich angemeldet, aber das macht doch gar keinen Sinn, wenn Naro sich nicht auch anmeldet. Ja, also das verstehe ich aber auch nicht so ganz, weil es hätte halt Sinn gemacht, wenn halt beide zwei Karten gehabt hätten. Also wenn die sich also als Paar anmelden, aber es hat halt jeder nur eine Karte. Im Übrigen hätte es mit zwei Karten auch mehr Sinn gemacht, dass Haruka und Michiro plötzlich mitmachen, weil dann hätte man zu denen gehen können und sagen, ach, wir haben übrigens zwei Karten übrig, habt ihr Lust? Ja, stimmt, ne? Das wäre viel logischer gewesen, aber das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Aber vielleicht, wenn man sich anmeldet, vielleicht kann man ja dann seinen Partner einfach mitbringen und muss den nicht auch noch anmelden. Das kann natürlich auch sein. Naja, also auf jeden Fall war das jetzt so das große Geheimnis und ja, jetzt ist quasi alles so ziemlich wieder gut zwischen den beiden. Ja. Und Haruka und Michiro, achso, das Dämon einnistet sich in einer herzförmigen Skulptur ein, die von den Gewinnern dann irgendwann angefasst werden soll. Genau, also die entzünden dann dieses Herz, das leuchtet dann so. Also die Gewinner machen das und ja, das ist dann das Zeichen ihrer Liebe. Und Haruka und Michiro finden, diesen Ort umgibt eine irgendwie böse Aura. Ja, genau, und deshalb wollen die da jetzt auch mitmachen. Ja, beziehungsweise das sagen die nicht, die machen einfach mit und man fragt sich eigentlich warum, vor allem weil sie irgendwann aussteigen. Ja, stimmt, das ist mir jetzt eigentlich auch erst aufgefallen, dass das eben deswegen ist, weil die ja diese böse Aura gespürt haben. Aber beim Schauen ist mir das gar nicht aufgefallen, dass es deswegen war. Da habe ich mich auch gefragt, warum die da jetzt überhaupt mitmachen. Ja, weil ich meine, sie hauen ja auch irgendwann einfach ab. Macht also auch nicht wirklich Sinn. Ja, aber sie steigen ja eigentlich nur aus dem Wettbewerb aus. Die sind ja dann trotzdem da als Senshi. Vielleicht beobachten die das dann so aus der Ferne. Ja, und ich möchte mal kurz darauf eingehen, wer da noch so alles mitmacht. Ja. Also die Figuren, die da aufgefahren haben, die hätten da halt auch Quasimodo und Ursula hinstellen können. Ja, ist doch so, die sind alle so minimalistisch und hässlich gezeichnet. Ich glaube, ich habe Sailor Cat gerade getötet. Es geht schon wieder. Ich hatte nur gerade Wasser im Mund. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Okay. Auf jeden Fall, Umino ist jetzt sehr aufgeregt und kann schon gar nicht schlafen. Und er versucht Schäfchen zu zählen, bevor er sich hinlegt. Ist auch ganz witzig, sagt er immer so ein Schäfchen mehr, zwei Schäfchen mehr. Also immer anscheinend ein Mäh mehr. Und irgendwann, als die Sonne schon aufgeht, ist er bei 3000 Einschäfchen, mäh, 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 mäh und so weiter. Zum Glück nicht 3000 Mal. Zwischendurch sagt auch Armin noch sowas wie, wir könnten ja auch, wir sollten den Blödsinn einfach sein lassen und weiter lernen. Dann alle, jetzt hör damit auf und sie, oh nein, ich wollte nicht, dass ihr wieder böse seid. Oh, also im Japanischen ist es ein bisschen anders. Da meint sie, ich kann dabei bestimmt etwas lernen. Und dann wird sie halt deshalb rot. Warum auch immer. Macht auch mehr Sinn, weil im Deutschen sagt sie nachher so ein paar Sachen wie, also sie hat irgendwie, sie beneidet irgendwie die Teilnehmer so ein bisschen. Ja, genau. Und alle drehen sich dann immer ganz verwirrt zu ihr um. Ja. So, das erste Spiel dieses Wettbewerbs, warum Im dieser Moment, Wettbewerb. warte, ich bin noch nicht so weit. Ja. Haruka und Michiro kommen ja dann an. Und dann fällt, dann, also es kommt wieder keine Musik. Dann, dann, dann. Und dann fällt der Satz: Es sind zwei Frauen, aber die sehen aus wie ein Liebespaar. Ja. Also spätestens jetzt. Jetzt ist offensichtlich. Ja, ab dieser Folge haben sie dann gedacht, okay, bis jetzt hat uns noch keiner den Sendeplatz gestrichen. Wir haben freien Brief zu machen, was wir wollen. Ja, und Ami sagt dann auch, ob die beiden wirklich in so einer Art von Beziehung stehen? Er sagte im Deutschen aus logischen Gründen nicht. Ja, und dann gucken sie die anderen beiden auch so an. Also, ja, jetzt, spätestens jetzt ist offensichtlich. Ach so, ja, der komische Blick auf Ami ist irgendwie im Deutschen dahin gedreht, dass sie, glaube ich, auch gerne mitgemacht hätte, aber halt auch keinen Freund hat. Ja,
Das kommt dann später im Japanischen auch nochmal bei einem Satz, aber jetzt gerade hat sie über Haruka und Michiho geredet. Okay, ja. Darf ich jetzt? Ja. Okay, das erste Spiel und warum dieser Wettbewerb bescheuert organisiert ist, komme ich gleich noch drauf. Aber das erste Spiel ist, die Teilnehmerinnen sind hinter so einer Tür und da ist nur so ein Loch, wo sie ihre Hand durchstrecken können und die Männer, beziehungsweise und Haruka, Ja. sollen die jetzt halt anhand der Hand ihre Geliebte erkennen. Genau. Haruka schafft das sofort und ohne nachzudenken und Umino baut sich eine Eselsbrücke, die nicht funktioniert. Ja, genau. Also, er sieht eine Hand mit einem Pflaster und erinnert sich, ah, Naro hat ja auch so ein Pflaster. Also, es ist auch genau das Gleiche, aber es ist jemand anderes. Und Naro denkt sich dann so, boah, du Trottel, das war vor einem halben Jahr, aber süß, dass du dich dran erinnerst. Und wie lange trägt man so ein Pflaster? Doch wohl höchstens eine Woche. Ja, aber es war anscheinend irgendwie so ein süßer Moment und den hat er sich so eingeprägt. Aber es ist schon süß, dass er sich wirklich daran erinnert. So, dann gibt es noch Kommentare von H&M darüber, dass Umino doch. H&M. Ja. Schön. Ich weiß, der letzte Podcast hieß aber. So im Sprachlichen habe ich das noch nie verwendet. Ich wollte das einfach nur noch mal sagen, auch für den Fall, dass es Leute gibt, die das nicht verstanden haben. Ja, es haben auch ein paar Leute nachgefragt, so steht da und M für Haruka und Michiru. Ja. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Nee, fürs Bekleidungsgeschäft dachte ich. Ach, oh. Hätte doch viel mehr Sinn gemacht. Natürlich, darum ging es ja auch in Sailor Moon. Total. Jedenfalls lassen die so ein paar Sprüche ab, wie süß das ist, dass Umino zwar so trottelig ist, aber halt offensichtlich total verliebt. Ja, das ist wirklich voll süß. Und aus irgendeinem Grund weigert sich Haruka auch so fast den Namen seiner Geliebten in Anführungsstrichen zu sagen. Oh ja, stimmt, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Was frage ich mich, was das eigentlich soll? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also sie sagt dann doch, ja, sie heißt Michiru, aber warum die sich jetzt so weigert, das verstehe ich auch nicht. Vor allem ist Michiru, die sind doch eigentlich sogar berühmt. Also die hätten auch damit rechnen müssen, dass irgendwer da ist, die vielleicht kennen könnte. So, ja, und dann sehen wir so ein paar Spiele, die mehr oder minder intelligent sind, und wir sehen einen Teilnehmer, der keinen Hinterkopf hat. Ja, der legendäre Zeichenfail. Also ich glaube, so einen Zeichenfail gab es auch noch nie in der gesamten Serie. Er hat so den Mund ganz weit aufgerissen, auch über die ganze Szene hinweg. Und jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, sieht man dahinter den Hintergrund. Also da ist kein Mundinnenraum, da ist einfach ein Loch. Ja. Es ist ein Zombie. Ja gut, es erklärt auch seine intellektuellen Leistungen bei dem Wettbewerb. Also, das ist großartig, dieser Zeichenfail. So, und dann geht es irgendwann zum letzten Spiel, will ich jetzt sagen. Ich glaube, da geht es dann um eine Liebeserklärung, die gemacht werden soll. Und der Hammer Ja. ist, der Moderator sagt, wer bis jetzt noch keine Punkte gemacht hat, kann immer noch gewinnen. Übersetzung: Alle bisherigen Spiele waren vollkommen überflüssig, weil es entscheidet sich nur im letzten Spiel. Ja, das stimmt, das ist echt. Ich weiß gar nicht mehr, ob er das im Japanischen auch gesagt hat, aber eigentlich müsste es ja so sein, weil Umino hat bisher ja schon immer ziemlich gefailt bei den Spielen. Und er sagt es halt so betont: Auch wer noch keinen Punkt gemacht hat, kann immer noch gewinnen. Ja, super. Das heißt, es entscheidet sich nur im letzten Spiel. Alle anderen Ja. sind überflüssig. Ach ja, und Haruka und Michiru entscheiden sich jetzt auszusteigen. Und das finde ich mega süß. Sie wollen halt Umino und Naro den Sieg so ein bisschen überlassen oder halt zumindest die Chance, weil es sah halt so aus, als würden die jetzt gewinnen. Aber sie haben halt gesehen, dass Umino wirklich total verknallt ist. Und das ist voll süß. So kann man es aussehen. Ich habe mich immer gefragt, warum sie eigentlich aufhören, aber das macht voll Sinn, dass das Ja, ich deswegen ist. dachte, das war offensichtlich. Ja, Was? die wollten halt jetzt Umino und Naro halt gewinnen lassen und weil sie halt ansonsten gewonnen hätten und sie machen ja sowieso nur zum Spaß mit, ja, gehen die halt jetzt und verlassen den Wettbewerb. Oder, fällt mir gerade ein, und das wäre ziemlich kaltblütig. Die wussten ziemlich genau, was passieren wird, wenn der Gewinner die Statue anfasst. Ey, stimmt. Dam, dam, da! Das wäre aber auch so eine typische Aktion von denen, dass sie die ins offene Messer laufen lassen. Ja, aber warum machen die denn überhaupt mit? Ja, einfach um unauffällig in der Nähe zu sein, was vielleicht. Ja, aber die sind ja, nachdem sie dann quasi gehen, immer noch anscheinend da, so in der Nähe irgendwie.
Ja, klar, weil sie sich den Wettbewerb weiter angucken. Das ist ja dann Ja, nicht aber weiter. das können sie ja so auch. Die hätten sich ja einfach ins Publikum stellen können. Ja. Also für mich war es jetzt eigentlich schon offensichtlich, dass sie halt Umino und so gewinnen lassen wollen, weil sie es ja halt immer wieder betont haben, wie süß das ja ist und so. Umino gibt eine relativ niedliche Liebeserklärung ab, finde ich echt süß. Ja, genau. Er sagt irgendwie sowas. Oder irgendwann kam das Zitat, denn die Liebe ist alles. Ich weiß aber nicht mehr genau, wer das gesagt hat. Ich glaube, es war Umino. Umino erinnert mich in der Szene an den Verlobten von der einen Lehrerin aus der Folge mit dem Brautkleid. Warum? Weil der ja auch so eine, sagen wir mal, etwas ulkigere Gestalt ist und Ja. etwas holprig bei seiner Liebeserklärung wirkt und Umino halt auch. Ja, okay, das stimmt, das ist ähnlich. Aber es ist sehr süß und damit alle sind zu Tränen gerührt und damit sind sie die Gewinner. Jo, und dann sollen sie diese Skulptur anfassen und was passiert wohl? Der Daimon. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wie der heißt. Der hat einen coolen Namen, der heißt Die Hard, mit halt hart wie Herz und mit DAI. Ah, ja, das macht natürlich Sinn wegen da jetzt sterben und so. Ja, und Die Hard ist auch ein Ausdruck, der feststeht. Hier, Ach kennst so. du. Ja, das ist also. Ja, wie sagt man das? Eine Die Hard-Einstellung ist halt eine quasi unverrückbare Einstellung. Und außerdem gibt es ja eine Filmreihe, die so heißt. Auf Deutsch heißt sie Stirb langsam. Ah, okay, ja. Also, das ist ein Wortspiel in mehrfacher Hinsicht. Ja, okay. Allerdings dann hart natürlich HARD, also wie hart, Ja, wie fest. genau. Ja, gut. Daimon erscheint, alle verwandeln sich. Ja, und. Übrigens, Naru ist noch da und könnte das per se Ja, sehen. das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das könnten doch alle sehen. Sind die anderen Zuschauer jetzt eigentlich immer noch da oder sind die weggelaufen? Die sind weggelaufen, Ja, aber Naru ist noch es da. könnte ja aber trotzdem immer noch einer von den anderen sehen oder halt Naru. Aber naja, die kümmert sich jetzt anscheinend nur um Umino und hat es zufälligerweise natürlich nicht bemerkt. Wobei Naru ja eh, ich glaube, die weiß es eigentlich sowieso. Ja, das glaube ich auch. Zumindest ahnt sie sowas Ähnliches. Und sich vor im offenen Blickfeld von Leuten zu verwandeln, haben wir ja schon in der Folge mit dem ersten Kuss gesehen. Also in Bunnys erster Kuss. Da konnten ja auch theoretisch viele Leute sie beim Verwandeln sehen. Ja, manchmal nimmt man das nicht so genau. Und der Ja. Daimon, der schafft jetzt, also der sieht so ein bisschen aus wie so ein Herz. Ja, und der erschafft jetzt so Fake-Männer und er sagt den etwas sexistischen Satz, ja, die Mädchen sollen sich wie Mädchen benehmen. Ja, auf Deutsch glaube ich irgendwie so, ihr solltet euch etwas mädchenhafter benehmen, so in der Art. Ja, und dann erscheinen halt so Fake-Männer und irgendwie fahren alle voll auf diese Fake-Männer ab. Also, Inklusive Mercury, was mich am meisten ja, das hat überrascht. mich auch voll gewundert. Also, ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die halt manipuliert wurden. Weil ich meine, ansonsten, die können doch nicht so blöd sein und mitten im Kampf da einfach irgendwie anfangen zu tanzen und zu flirten. Nicht mal Usagi kann doch so doof sein, oder? Naja. Also, ich weiß, Ende erster Staffel, aber da war es ja auch Mamoru. Ja, also Usagi hätte, wenn es nur Usagi gewesen wäre, hätte ich den üblichen Witz halt da drin gesehen. Ja, aber generell, dass dann alle Senshi da drauf anspringen. Naja, okay, auf jeden Fall. Oh Gott, das ist auch so ein richtig schlimmer englischer Satz. Also die Männer, die sagen alle, die wiederholen immer wieder Let's Dancing. Hey. Aua! Let's Dancing! Und ja, die tanzen halt dann. Und ja, auch das Senshi to the Rescue. Ja. Dö. Kein Taxidomask in dieser Folge. Ja, stimmt, jetzt, wo du sagst. Und das, obwohl es so eine Liebesromantikfolge ist. Kamamoro überhaupt vor in der Folge? Ich glaube nicht. Nee. Ja, und auf jeden Fall, jetzt will der Daimon auch anscheinend so Fake-Männer für die beiden erschaffen. Und dann sagt Haruka den ziemlich coolen Satz: Meine Tanzpartner suche ich mir selber aus. Ja, und dann gibt's auch recht zeitnah die Moon Healing Escalation, Quatsch. Die Moon Spiral Heart Attack! Moon, genau, danke. Ach übrigens,
Ist dir eigentlich auch dieser strange Hintergrund immer aufgefallen, wenn Haruka und Michiro, also Uranus und Neptun, sich vorstellen? Weil am Anfang ist da immer so ein sehr seltsamer Hintergrund. Dieser komische blaue Glitzer-Hintergrund. Ja. Ist der später nicht mehr? Doch, also der ist immer, aber ich habe mich immer schon gefragt, warum, weil ich finde, der sieht eigentlich ziemlich hässlich aus und passt nicht zu dem restlichen Zeichentrick. Echt? Ich finde, der sieht eigentlich ziemlich cool aus. Okay, also ich fand den bisher immer strange. Er sticht halt raus, aber ich finde, das passt auch ganz gut zu den beiden. Ich finde es halt strange, wenn das dann halt dann so übergeht in diesen normalen Zeichentrick-Hintergrund. Ich finde, das passt nicht so ganz, aber vielleicht ist das auch nur meine Meinung und niemand anderes ist dieser Meinung. Ja, das ist Geschmackssache. Ich fand das immer ganz cool. Okay. Ach ja, übrigens ironisch, dass der Diamond mit einem Riesenherz besiegt wurde. Ja. Da er in einem Riesenherz drin steckte. Und komischerweise, also normalerweise, wenn die Daimonen besiegt werden, dann steht ja der Gegenstand irgendwie da, wo die besiegt wurden. Also bei dem Staubsauger-Ding stand dann halt auch der Staubsauger plötzlich auf diesem Schrottplatz. Ja, stimmt. Diese Skulptur steht aber, wenn er besiegt wird, wieder genau da, wo sie vorher stand. Also entweder hat der Diamond sich exzellent gut positioniert. Naja, weil sie sind ja immer auf dem gleichen Platz geblieben. Und Siegerehrung wird dann irgendwie nach dem Kampf, ohne dass irgendeiner nach irgendwas fragt, einfach fortgesetzt. Ja, das dachte ich mir auch so, ja, wir wurden gerade von irgendwas angegriffen. Die Zuschauer sind alle einfach wieder da. Wir tun so, als wäre nie was passiert. Aber wäre ja auch tragisch, wenn wir das nicht machen würden. Und dann bringen sie das Herz zum Leuchten und es ist süß. Und jetzt sagt Ami eben auch auf Japanisch, ich würde auch so gern. Also sie vervollständigt den Satz nicht. Ich hätte es aber eigentlich schön gefunden, wenn sie sowas nicht gesagt hätte. Aber es ist schon süß. Sie hat ja im Anime theoretisch einen Freund. Ja, schon. Also ist auch süß. Ja, dann sind wir am Ende. Ich habe mir auch sonst nicht mehr viel dazu aufgeschrieben. Nee, ich mir eigentlich auch nicht. Wie fandst du denn die Folge? Also ich habe jetzt mal 4 Punkte gegeben, weil es doch schon sehr süß war. Also es war auch echt süß mit anzuschauen und ja, kitschig und cute. Also ich habe ihr 3 gegeben. Ich fand, eigentlich war es sogar nur 2 wert, aber die Umino-Naru-Sache, die hat es dann gerettet. Okay. Also ich habe jetzt spontan 4 gegeben. Ich hätte auch bei 3 überlegt, aber es sind dann sogar 4 geworden. Weil ich mag die Folge echt gerne. Okay, wer ist dein Win der Folge? Also es ist... Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Denn, ich meine, seien wir mal ehrlich, es wird Umino sein. Aber ich fand auch, dass Haruka und Michiro den so ein bisschen verdient hätten, weil sie halt extra aus dem Wettbewerb ausgestiegen sind, damit halt die anderen beiden eine Chance haben. Das fand ich schon echt cool. Und halt auch dann im Kampf waren die beiden ja auch sehr cool mit ich suche mir meinen Tanzpartner selber aus und sowas. Mhm. Aber ja, ich denke mal, Umino wird der Win. Ja, ich habe auch Umino. Hat er das schon mal geschafft? Er hat sich ja schon mindestens einmal, ich glaube sogar zweimal vor Naru irgendwie geschmissen. Und dadurch, glaube ich, ist er auch Win geworden. Ach richtig, als er der Tuxedo-Omino-Mask war, da ist er Win und Fail gleichzeitig gewesen. Ne? Ja, zumindest bei uns. Ich weiß gar nicht mehr, wie dann die Abstimmungsergebnisse waren. Naja, wer ist dein Fail? Da war ich auch ein bisschen unentschlossen. Ich hätte ja entweder auch wieder Umino, weil er beim Wettbewerb doch ziemlich gefailt hat. Aber ich finde, das hat er eigentlich nicht wirklich verdient, weil er doch so cool war. Ich habe den Fail jetzt in Inner Senji gegeben für wir tanzen und flirten mitten im Kampf mit random Jungs. Ja, ich auch. Inner Senji inklusive Moon. Ja, also, wow. Ich meine, wenn die Autos nicht gekommen wären, wäre das Thema darum gewesen. Das stimmt, also das war schon so, wow. Das ist dämlich. Dann hätte höchstens noch Tuxedo Mask den Tag retten können. Ja, aber nee, den haben wir jetzt gar nicht gebraucht. Ist auch mal schön. Okay. Und noch was jetzt zu beiden Folgen. Ich habe drauf geachtet, es kam immer mal wieder, dass das Cosmic Heart Compact gelb war. Ah, okay. Krass. Aber das kann sein, ja. Nicht durchgehend, aber es kommt doch gehäuft immer mal wieder vor, dass es gelb ist. Okay, das kann sein. Gut, hast du noch was? Nö, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.
Und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn die große romantische Verwirrung beginnt, zwei weitere Inner Senshi Opfer der Feinde werden und die Spannungen zwischen den Inners und Outers sich verschärfen. Das Mondlicht ist die Botschaft der Liebe.